Kulak und in letzter Minute noch dazwischen gegangen. Erste Ecke also für Olmen. Maroschi. Und Tor. Minute. Eine scharfe Hereingabe von Maroschi und der Torschütze Milan Kerber zum 1:0. Natürlich riesen Begeisterung bei seinen Mitspielern auf den Tribünen und auch beim Trainer. Gerade vorher wollte ich noch sagen, der HSV hat sich eigentlich in den ersten 10-12 Minuten hier gehalten. Setzt sich durch gegen Kotulek und Spörl. Jawohl. Hervorragend gemacht. Vor allen Dingen natürlich von Jan Furtok, der sich da endlich einmal durchsetzen konnte gegen seinen harten Bewacher, gegen Martin Kotulek. Und dann in der Mitte Harald Spörl, der sehr, sehr lange zögerte mit seinem Vorschuss. Beinahe sogar noch geschlagen hätte. Immerhin 1:1 Ausgleich. Durch Harald Spörl noch eine halbe Stunde hat der HSV Zeit, um hier noch einen zweiten Treffer zu erzielen. Und das hieße dann Verlängerung. Der Linienrichter, Chance vertan. Ein Konditionswunder ist dieser Jan Maroschi nicht. Seine spielerischen Fähigkeiten überwiegen bei weitem. Und jetzt gibt es Elfmeter. Unkluges, ich hätte beinahe gesagt, dummes Einsteigen von Carsten Kober in dieser Situation. Hier sehen wir es gleich noch einmal. Kerber. Und natürlich, selbst wenn er die Beine von Kerber nicht getroffen hat, er hat ihm einfach die Möglichkeit gegeben, über eben diese Beine zu stürzen, sich lang zu machen, eine Elbe herauszuholen, wie immer sie das haben wollen. Und jetzt also die Möglichkeit für die Nummer 7, für Roman Hanusch, wahrscheinlich alles klar zu machen. Deal war. Und er hält. Super gehalten. Natürlich auch ein bisschen zu früh bewegt. Aber die Chancen wieder intakt. Klasse gemacht von Deal war. Er reicht in die Ecke förmlich da. Spiel nach rechts. Und er tut es auch. Und damit das 2:1 für Olmen. Zunächst einmal verhindert. Und dann das. Und Sie sehen die Enttäuschung auf der Bank. Innerhalb von einer Minute erst die Freude und dann die riesen Enttäuschung. Und wer war zuletzt am Ball? Die Nummer 11. Pavel Happal, Fehler von Ballmann, Fehler von Kober. Der Ball senkt sich genau zwischen ihnen herunter auf die Füße von Pavel Happal. Und es heißt 2:1 in der 65. Minute. Das ist bitter für den HSV. Stunde gerade etwas Morgenluft schnupperte. Man sah, dass Sigmar Olmen Probleme hatte und dann dieses 2:1. Das dauert zu lange und dann dieses Missverständnis. Mein Gott, solche Chancen muss man einfach energischer ausnutzen. Der Fehler eindeutig in diesem Fall bei Harald Spörl. Kerber. Oh, da sind einige frei. Und Tor! Das 2:1 durch Hannover nach Nattal. Und das war's dann wohl für den HSV. Da
das ist nicht mehr umzubiegen. 3:1 durch Radoslav Lapal in der 69. Spielminute. Spiel, das Sigmar Olm mit hier heute bestreiten kann. Dagegen das 132. für den HSV. Aber zunächst noch einmal ein Traumtor. Ein Traumtor von Roman Hanus. Zum 4:1. Nils Paas. Er kann einem leid tun. Natürlich, wenn man erst einmal auf der Siegerstraße ist, dann gelingen auch solche Treffer mit der 7 aus der Drehung, Innenpfosten. Kein Torwart der Welt hätte den gehalten. Roman Hanus, der Torschütze, zum 4:1 in der 75. Minute. Wer ist der Torschütze?